Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich bin der Eddie, der Allgäu-Eddie. In der letzten Folge habe ich hier beendet, indem ich hier ein bisschen geschlafen habe. Ich weiß nicht mehr wie lange, ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich muss erst mich ein bisschen dran gewöhnen. Es stürmt wahnsinnig da draußen. Ich muss mal schauen. Dunkelheit übrig. Irgendwie viel Dunkelheit übrig. Man kann es nicht genau sehen. Wird wohl an dem Sturm liegen. Soll ich mal ein bisschen schlafen? Ich habe noch einen Wärmebonus, wenn das so kalt ist. Oder warte, wir machen mal anders. Ich schließe das mal kurz und wir schauen mal schnell. Wir sind durstig, ein bisschen Appetit haben wir, warm, das geht eigentlich. Aber wir haben gefühlt minus 16 Grad, ist jetzt nicht so riesig. Ups, jetzt ist das gerade ein bisschen hängen geblieben. Sollen wir mal... eine Stunde ausruhen. Ich würde bloß einfach gerne mal sehen, was passiert. Ob der Sturm... Es fröstelt mich. Wir machen mal Folgendes. Ich will den Schlafsack aufheben. So. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wo ich bin. Ich muss auch mal in mein Inventar schnell reinschauen. Ich, wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe ein bisschen Holz habe ich am Mann. Es ist saumäßig kalt da draußen. Lass uns einfach mal ein bisschen kurz mal checken, was wir überhaupt haben. Wir haben hier ein bisschen Wasser. Ich trinke mal einen Schluck, denn wir waren ja auch durstig. Hatte ich auch Hunger? Appetit, ein bisschen Appetit habe ich. Oh ja, jetzt friert's mich. Wir müssen jetzt entweder Feuer machen. Ich blätter einfach mal durch, was ich so alles am Mann habe. Frisches Schweinefleisch mit Bohnen. Ich esse mal den Fisch in der Hoffnung, dass ich keine Fischvergiftung kriege. Weil das war jetzt nicht mehr so gut, das Teil. Ich würde gern... Das Ding hat sich auch schon wieder hier geändert, oder? Das, die 40%... Die Chance, Feuer zu machen, es liegt bei 40%. Ich probiere das mal. Einfach, dass mir vielleicht ein bisschen wärmer wird. Wir brauchen einfach deutlich bessere Klamotten, damit wir draußen länger, damit wir es da länger aushalten. Das Menü hat sich ein bisschen geändert, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Das stand doch nicht oben quer hier, die Chance mit dem Feuer machen und so weiter. Das bin ich mir relativ sicher.
Was haben wir denn so? Wenn ich jetzt hier das Zedernholz reinhaue. Dann machen wir einfach mal ein bisschen. Wir schmelzen mal ein bisschen Schnee. Also unser Dings geht hier hoch. Ja. Dann kochen wir das mal ab hier. Wie gesagt, das Menü schaut ein bisschen anders aus. Es wird mir schon deutlich wärmer hier. Ja. Wir schmelzen hier einfach noch ein bisschen was. Wir haben ja noch Feuer übrig. Und vielleicht hört er in der Zwischenzeit auch das draußen auf, irgendwann mal zu stürmen. Weil ich würde ungern hier verrecken. Kräutertee. Die Pfirsiche. Das kann man alles garen? Sehe ich das richtig? Macht das Sinn? Geschmacklose Spitzenpfirsiche. Bin ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wäre es doch schön, wenn hier noch irgendwas stehen würde. Soll ich die mal garen? Einfach mal spaßhalber. Wieso sollte man Pfirsiche warm machen? Was bringt denn das? Ich will mal schnell mal schauen. Halbiert. Heiß. Geöffnet. Warum? Schauen wir mal. Vielleicht erwärmen mich die jetzt ein bisschen von innen. Möglich wäre es. Könnte sein. Aber wer weiß das so ganz genau. Ich muss hier noch einiges rausfinden. So nach und nach. Habe ich das Gefühl. Ja. Schau mal her, wie das da draußen pfeift, du. Noch 23 Minuten haben wir hier. Ich würde da gerne noch irgendwas machen, damit wir die Zeit nicht so vergeuden. Sollen wir noch ein bisschen Wasser kochen? Könnten wir vielleicht machen, ne? Wenn wir schon da sind, schmelzen wir einfach noch ein bisschen Wasser und kochen das noch ab. Und dann ist das Feuer sowieso aus. So ungefähr. Na gut, das dauert 5 Minuten, der halbe Liter. 10 Minuten zum Schmelzen. Ne, das hat jetzt gar keine 5 Minuten gedauert. Oder? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Sind noch 10 Minuten übrig. Ist gleich Feierabend. Das können wir noch schmelzen. Trinken können wir es nicht. Schau dir das an. Das ist ja interessant. Jetzt liegt hier die Zeitung noch rum. Der Schrank ist leer. Ich glaube, das Messer, was dazwischen drin, das Hundebündel, das
Messer, was zwischendrin lag, das können wir, glaube ich, liegen lassen. Ich weiß nicht, wo ich bin, Leute. Sollen wir doch noch ein kleines bisschen ausruhen? Wo habe ich denn den Schlafsack? Boah. Da meinst du, das wird besser? Aber nein, das wird nicht besser. Ganz und gar nicht. Das wird eher minder da draußen. Nein. Es hört auf. Sehr schön. Es wird weniger. Ich sehe auch ein bisschen was. Allerdings. Da drüben. Ach, schau her. Jetzt wird es wieder gemütlich. Komm, wir checken mal aus, wie kalt ist es jetzt. Minus 14. Okay. Allerdings weiß ich nicht genau, wollte ich gerade sagen. Da ist jetzt diese Hütte, in welcher Richtung meine Bude liegt. Da hinten im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, was bei euch ja meistens noch dunkler ist. Allerdings, ich habe auch in der letzten Folge, drum war da vielleicht das Video teilweise ein bisschen... ja, es könnte sein, dass ein bisschen von den Konturen her ein bisschen unscharf war. Denn ich habe im Nachgang... Boah, ich kann hier kaum was sehen. Ich habe im Nachgang... Was ist denn das hier? Ah ne, so eine Eisplatte. Die Helligkeit ein bisschen hochgedreht an bestimmten Stellen im Video beim Rendern, beim Schneiden. Einfach, dass ihr ein bisschen mehr seht, weil das ja, ja auf YouTube halt einfach immer noch mal ein Ticken dunkler wird, als es sowieso schon ist. Gut, passt noch von der Temperatur. Und da wollte ich einfach, dass ihr ein bisschen mehr seht. Weil wenn es bei mir schon die ganze Zeit so extrem dunkel ist und ich kaum was erkennen kann, dann seht ihr noch viel weniger. Und das ist doch einfach nichts, oder? Und wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Bude ist. Minus 11 Grad. Da einfach so ein blöder Hirsch umeinander. Wird das eigentlich schon hell? Ist der Mond hier? Oder ist das nur vom Mond da hinten ist und... Da hinten ist unsere Bude. Komm, wir schauen mal, was der Wolf macht. Ich weiß nicht, seht ihr den? Bildmitte ist ein Wolf. Der schnappt sich jetzt bestimmt den Hirsch. Zack. Ist der weggerannt? Sehr interessant. Greift der mich eigentlich an? Hier als... ...16 Minuten. Ich zerleg den mal. Und hau da mal... ...ein bisschen das Fleisch raus. Ich will nicht zu viel auf einmal machen, einfach um zu sehen. Ich glaube, wenn man mehr auf einmal macht,
Irgendwas muss weg. Ich bin überladen. Wenn ich noch den Darm raushau. Ich mach das einfach mal. Ja. Aber ich brauche da ein bisschen was. Was ist mit der Haut? Wie lange dauert das? 46 Minuten. Wie kalt ist es mir dann? Ich mach's trotzdem. Es wird mir kalt. Fünf Minuten. Habe ich jetzt alles zerlegt? Also ich hab's ja nicht mehr weit heim. Alles ist weg. Da schleppe ich mich halt jetzt so überladen, wie ich bin, hier in unsere Bude zurück. Dann haben wir auf alle Fälle mal irgendwas zu essen. Was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, das Fleisch draußen aufzubewahren ist besser, als es drinnen in die Schubladen zu packen. Das war ja früher anders. Denn da hat es länger gehalten, wenn man es in die Schubladen gepackt hat. Was auch relativ unlogisch ist. Ich glaube, das habe ich sowieso schon mal gesagt. In einer meiner älteren Folgen. Dass es doch eigentlich im Schnee besser oder länger halten müsste, wenn man es da quasi tief gefriert. Und das ist jetzt so. Also wenn man es draußen rumliegen lässt, hält es länger, als wenn man es drinnen in so eine Schublade reinpackt. Und ich gehe aber trotz allem erstmal rein und schau mal, was wir überhaupt haben. Einfach nur so. Und das können wir dann draußen immer noch ablegen. So, und ich glaube, ich mache das wieder wie... Ich weiß gar nicht, habe ich hier am Boden schon irgendwas liegen? Ich kann nichts sehen, Leute. Nichts. Oh, jetzt habe ich Fleisch abgelegt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich eigentlich... nur mal kurz Feuer machen, dass ich sehe, ob da irgendwas am Boden liegt. Nee, tut's nicht. So, infolgedessen... die Wildnisküche. Kann man es eigentlich lesen? Tun jetzt mal, das legen wir ab und trete ich ein Stück zurück. Dann legen wir das hier zum Trocknen. Es muss alles trocknen, das Zeug. Nicht, dass ich das wieder ewig hier mit mir rumschleppe. So, und dann haben wir hier gerade Fleisch genug momentan. Also wir haben Futter, wobei das nicht das effektivste Essen ist. Aber es ist Essen. Und da würde ich sagen, dann machen wir nochmal Feuer. Brutzeln uns ein bisschen was. Legen dann draußen hinter der Hütte noch ein bisschen Fleisch ab. Das könnte man eigentlich gleich machen. Nee, ich will das hier alles nicht anzünden, sorry. Ich verlasse mal kurz das Gebäude. Finden wir das auch wieder? Halt, ich mach's anders. Ich mach hier an der Stelle eine Pause.
Nehmen wir mal das. Komm, ich überziehe es mal ganz kurz. Ich mache mir hier ablegen, ablegen, ablegen. Wir legen hier mal ein bisschen was ab. So. Schließen. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn das nicht ein Anziehungsort für Wölfe ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wo ist denn mein... Da. Mein Eingang. So, und mit dem Eintreten hier in die Bude habe ich jetzt sowieso gerade gespeichert. Und dann würde ich mich mal von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wie in der nächsten Runde mit Sicherheit wieder dabei seid. Und bis dahin, euer Eddie.